Eltern. Es war einmal eine Musikerziege, die ein Schlaflied für ihre Geschwister spielte, damit diese besser einschlafen konnten. Die Melodie war so beruhigend, dass alle seine Geschwister einschliefen und er selber auch fast. Der Wolf hatte ihnen durch das Fenster zugeschaut. Und wie immer hatte er einen gemeinen Plan. Wenn ich diese Melodie den Schafen im Stall vorspielen könnte, könnte ich ihre Lämmer stehlen. Der Wolf flüsterte durchs Fenster, um die Aufmerksamkeit der Musikerziege zu bekommen. Die Musikerziege hörte das Geräusch, wusste aber nicht, wo es herkam. Dann sah er die Ohren des Wolfs herausgucken. Was ist los, böser Wolf? Ich mag das Stück, was du gerade gespielt hast, sehr und ich wollte dich nach den Noten fragen. Die Musikerziege wollte seine Noten nicht herausgeben, weil sie dem Wolf nicht traute. Weißt du, wie man Flöte spielt? Ich kann Flöte spielen und auch sehr gut singen. Willst du es mal hören? Oh, 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 oh. Was machst du? Du weckst meine Geschwister noch auf. Übrigens, deine Stimme klingt schrecklich. Benimm dich! Gib mir einfach die Noten und ich gehe. Keine Chance. Gute Nacht. Der Wolf wollte die Noten unbedingt haben, also versuchte er, sie sich aus der Hand der Ziege zu schnappen. Lass los! Werde ich nicht! Ich sagte, lass los! Ich sagte, das werde ich nicht! Ich werde die Melodie nie verraten! Ich brauche es nur, um den Schafen ein Schlaflied zu spielen. Wenn sie erstmal schlafen, gebe ich dir die Noten zurück. Als sie das hörte, hörte die Musikerziege auf und sagte... Hast du Schafe gesagt? Willst du ihnen ein Schlaflied spielen? Okay, dann kannst du sie haben. Der Wolf war überrascht, dass die Musikerziege zustimmte, also eilte er fröhlich zum Stall. Die naive Ziege hat wirklich gedacht, ich würde mit seinen Noten ein Schlaflied spielen. Wartet nur auf mich, kleine Lämmer. Ich werde euch kriegen, wenn eure Mama schläft. Der Wolf lehnte sich auf den Zaun und begann, Flöte zu spielen. Schaf 1 schlief ein. Schaf 2 schlief ein. Schaf 3 schlief ein. Schaf 4 schlief ein. Schaf 5 schlief ein. Und als der Wolf die Schafe zählte, schlief er selbst ein. Dein Plan hat nicht funktioniert, böser Wolf. Du bist beim Schäfchenzählen eingeschlafen.
Gute Nacht, Wölfchen. Hallo Leute, abonnieren Sie unseren Kanal Kondo-san und schauen Sie sich die beliebtesten Märchen, Kinderlieder und Zeichentrickfilme an. Vergessen Sie nicht, auf das Glockensymbol zu klicken, um Benachrichtigungen von uns zu erhalten.